Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin in Nizza an der Côte d'Azur und ich mache heute meine erste Wanderung. Die Wanderung heißt Mont Boron. Das ist ein kleiner Berg und da geht man hoch und dann hat man eine wunderschöne Aussicht. Im Hintergrund, da, sieht man schöne Palmen. Also man hat ein richtiges Mittelmeer-Feeling hier. Und ich zeige euch jetzt den Hafen. Den sieht man hier. Ich hoffe, das kann man sehen. Da hinten ist ein Kreuzfahrtschiff, glaube ich. Ja, und hier ist, ja, hier stehen ganz viele Segelboote und Motorboote und alle möglichen Boote. Und hier ist der Club Nautique de Nice. Also da kann man Kanu fahren und andere Wassersportarten ausüben. So, ich werde jetzt losgehen. Das sind 7,5 Kilometer und man braucht scheinbar 2,5 Stunden. Das ist eine mittelschwere Wanderung, also ich denke, ich kann das schaffen. Ja, wir sehen uns später. Hier sieht man den Hafen noch mal besser als eben. Ich zeige euch den mal. Das ist La Baie des Anges, das heißt auf Deutsch die Bucht der Engel. Und hier sieht man den Hafen. Ja, leider fahren hier relativ viele Autos, das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, dass gleich irgendein Weg kommt, wo man nicht an der Straße lang gehen muss. Ja, mal schauen. Ich mache das auch zum ersten Mal. Als ich hier studiert habe in Nizza 2008, habe ich keine einzige Wanderung gemacht. Oder ich glaube, ich habe eine Wanderung gemacht, aber das kann man auch nicht Wanderung nennen. Das wäre vielleicht eher ein Spaziergang. Ja, und das möchte ich jetzt gerne nachholen. Weil Wandern ist schön, da kann man wirklich viele schöne Orte entdecken. Ja, ich gehe jetzt ein Stück weiter. Ja, bisher ist die Wanderung sehr, sehr einfach. Es gibt kaum einen Anstieg, also ich würde die Wanderung nicht als mittelschwer bezeichnen. Aber die Gassen sind wirklich hier sehr schön, die sind sehr schmal und man sieht, ja, meistens sehr, sehr schöne Häuser, die wahrscheinlich auch ihren Preis haben. Ich denke mal, hier wohnen Leute, die nicht wenig Geld haben. Jetzt ist es auch ruhiger geworden, es fahren kaum noch Autos hier lang und ja, mal schauen, was mich oben erwartet. Bis später. Also ich habe meine Meinung geändert. Die Treppen sind ziemlich anstrengend. Also ihr müsst doch ein bisschen Kondition mitbringen. So einfach ist das doch nicht. Naja. Aber ich gebe nicht auf. Weiter geht's. Ja, ihr könnt es sehen. Rauchen, Feuer anzünden und Zelten ist hier strengstens verboten. Macht Sinn, ne? So, ich mache jetzt hier eine kleine Pause auf einer Bank. Und ich habe jetzt die Qual der Wahl. Gehe ich den Weg? Oder gehe ich den Weg? Also aus der Wegbeschreibung wird das nicht so ganz ersichtlich. Ich denke mal, ich gehe links. Das ist, glaube ich, eine gute Wahl. Fühlt sich richtig an. Aber beide Wege führen nach oben, deswegen vielleicht kann man auch beide Wege nehmen. Ich weiß es nicht. Naja, ich werde sehen. Heute bin ich jedenfalls besser vorbereitet als gestern. Ich habe nämlich ein bisschen Sonnenbrand bekommen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ja, ich habe mich heute mit Lichtschutzfaktor 50 eingecremt und jetzt kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Ja, ich muss sagen, ich treffe fast keine Leute, also eben auf der Straße, klar, da habe ich Leute getroffen, aber jetzt hier oben treffe ich fast niemanden, aber es ist auch keine Hauptsaison, es ist noch Nebensaison und so viele Touristen sind noch nicht da. Im Juli und im August ist es in Nizza richtig voll. Aber momentan im Mai und Juni ist es noch in Ordnung. Also ich würde jedem empfehlen, auch eher Mai oder Juni hier hinzukommen und nicht im Hochsommer, weil es einfach brechend voll ist. Und ich, ja, finde das nicht so schön, wenn man von
Tausenden von Touristen umgeben ist. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, ein bisschen früher zu kommen. Und natürlich auch, weil es nicht so warm ist. Also es sind jetzt so 25, 26 Grad und das reicht vollkommen. Heißer muss es nicht sein, besonders wenn man wandert. Oh, da kommt eine Person, eine andere Wanderin. So, ich gehe jetzt weiter. Bis später. Oh, ich habe eine kleine Abkürzung gefunden. Das ist ja super. Ich werde eine Minute schneller oben sein. Ja, also ihr müsst euch, wenn ihr diese Wanderung macht, auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass ihr viele Treppen laufen werdet. Aber ab und zu gibt es auch eine Bank. Da könnt ihr eine Pause machen. Hier habe ich wieder was Interessantes gefunden. Und zwar ist das hier ein Gebiet, wo keine Pestizide eingesetzt werden. Ja? Also es werden nur biologische Mittel eingesetzt, um zum Beispiel Schädlinge zu bekämpfen. Und dann steht dort, dass die Besucher dazu ermutigt werden, das auch in ihren eigenen Gärten zu Hause zu machen. Also keine chemischen Sachen benutzen, sondern am besten biologische Sachen, wenn das möglich ist. Mal schauen, wo es jetzt lang geht. Oh, ich habe einen kleinen Brunnen gefunden, wo man was trinken kann. Das ist gut für mich. Ich habe nämlich kein Wasser mitgenommen. Deswegen freue ich mich gerade. Ich bin wieder nicht so gut vorbereitet. Man kann ja auch mit dem Bus hinfahren. Und zwar müsst ihr dann hier aussteigen. Die Linie 14 ist das. Genau. So, hier gibt es einen Altglascontainer. Das ist auch nicht schlecht. Sehr umweltfreundlich. Ich suche jetzt den Aussichtspunkt. Der muss hier irgendwo sein. Vielleicht in die Richtung. Mal gucken. So, ich bin oben angekommen. Hier kann man so einen kleinen Rundgang machen und man hat eine wunderschöne Aussicht. Da ist das Mittelmeer. Man sieht, ja, das Meer. Und da hinten sieht man die Bucht der Engel, La Baie des Anges. Wenn man hier weitergeht, sieht man den Hafen. Ja. Und wenn man hier weitergeht, weiß ich nicht, was man sieht. Mal gucken. Ihr seht, es ist kaum jemand unterwegs. Da ist jemand. Ganz alleine bin ich nicht. So, ich denke, das war's. Ja, es war wirklich nicht sehr anstrengend. Also wenn ihr ein bisschen sportlich seid, dann schafft ihr das locker. Also ich habe schon viel anstrengendere Wanderungen gemacht. Es ist wirklich sehr schön, wenn ihr 2-3 Stunden Zeit habt, dann könnt ihr das machen. Oh, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich bin hier irgendwo im Wald gelandet. Naja, aber es geht jetzt wieder nach unten, also ich denke, das wird passen. Ja, ich werde jetzt gleich im Meer schwimmen. Ich freue mich schon drauf. Gestern war ich nicht schwimmen, gestern war es mir ein bisschen zu kalt. Aber heute werde ich das auf jeden Fall tun. Mir ist nämlich ziemlich warm. Ich bin geschwitzt, was euch wahrscheinlich nicht interessiert, aber... Gut, jetzt wisst ihr, wie man auf Deutsch sagen kann, I'm sweating. Also, ich schwitze, I'm sweating. Ja, oder ich bin geschwitzt, könnt ihr sagen. Das ist sozusagen das Resultat vom Schwitzen. Okay, so, ich gehe jetzt runter. Ich gehe jetzt wieder runter. Und vielleicht finde ich ja irgendeinen anderen Weg, damit ich nicht denselben Weg wieder runtergehen muss. Mal schauen. Ja, ach, ich freue mich schon aufs Schwimmen. Das wird das Highlight des Tages, glaube ich. Es sind auch momentan nicht so viele Leute im Meer, was sehr, sehr schön ist. Ja, und wir sehen uns später. So, ich habe einen anderen Weg gefunden. Der ist irgendwie viel schöner als der Weg, den ich hochgekommen bin. Und den gehe ich jetzt runter. Ich weiß nicht genau, wo ich rauskommen werde. Aber ich habe auch keine Lust, dauernd mein Handy zu benutzen und dauernd nachzuschauen, wo ich bin. Weil irgendwie... So ein bisschen selber entdecken muss man ja auch. Deswegen, ja, ich werde sehen. Vielleicht wird der Rückweg ein bisschen länger als der Hinweg. Aber egal. Das ist schön hier.
Es weht ein schöner Wind. Es ist schön kühl. Perfekt. Ich bin noch keinen Tieren begegnet, außer Vögeln. Aber gut. Hier auf der linken Seite sind sehr schöne Häuser. Ha, wäre das schön, wenn ich hier ein Haus hätte. Naja, man soll ja zufrieden sein mit dem, was man hat, ne? So, bis später. Ich weiß, wo ich bin. Ich bin hier früher lang gejoggt mit einer Freundin. Wir sind früher, ja, als ich hier studiert habe, 2008, sind wir hier zusammen lang gejoggt. Wow, mir fällt es gerade wie Schuppen von den Augen. Wahnsinn. Ich kenne die Straße. Hier kann man super joggen. Jetzt kann ich nicht mehr joggen, weil mir meine Knie wehtun. Also ich habe Knieprobleme. Ich sollte mal zum Orthopäden, glaube ich. Aber ja, jetzt fahre ich lieber Fahrrad. Wandern ist auch nicht so schlimm für die Knie wie Joggen. Und Schwimmen natürlich. Ja, Wahnsinn. Ich war hier schon mal. Cool. Ich habe das halt von der einen Seite gesehen, aber nicht von der anderen Seite, wo ich hochgekommen bin. Hier sieht man sogar Kakteen. Singular der Kaktus, Plural die Kakteen. Und da hinten ist ein sehr großer Kaktus. Da ist ein Schiff. Das Mittelmeer. Und hier landen Flugzeuge. Gerade kommt keins, aber ich habe schon zwei gesehen, die gelandet sind. So, und ich gehe jetzt hier zurück. Das ist der Rückweg. Beim nächsten Mal erzähle ich euch, was ich bei meiner zweiten Wanderung erlebt habe. Bis dann. Tschüss.